Ein Mann erhält ein Versprechen von Gott. Seine unfruchtbare Frau hat jedoch ihren ganz eigenen Plan. Das Ergebnis ist Rivalität, Eifersucht und ein Kampf ums Überleben. Doch zwei tapfere Frauen sind zu allem bereit, um ihre Söhne zu schützen. Die Geschichte von Sarah und Hagar. Vor langer Zeit sprach Gott zu einem rechtschaffenden Mann. Sein Name war Abraham. Gott gebot ihm, sein Land zu verlassen und in ein neues Land zu gehen. Er versprach Abraham auch, ihn zum Vater eines neuen Volkes zu machen. Abraham sollte sein eigenes heidnisches Volk verlassen und sich nur noch dem einen Gott zuwenden, der sich ihm gezeigt hatte. Er nahm ihn aus seinem Volk heraus und stellte ihn auf sich allein. Doch er versprach Abraham, dass aus ihm ein neues Volk entstehen würde, welches so zahlreich wie die Sterne im Himmel sein würde. Doch Abraham erfährt anfangs nicht, wer sein Erbe sein würde. Wer würde die Person sein, die diesen Stammbaum fortführt? Abraham macht sich zusammen mit seiner Frau Sarah auf den langen Weg ins Land Kanaan, wo sie sich niederlassen. Sarah ist die erste Frau Abrahams. Sie führt den Haushalt und sie macht dies sehr gut. Sie kennt den Gott, der zu Abraham gesprochen hat, und scheint die Verbindung zwischen ihm und Abraham zu verstehen. Wir kennen ihren Hintergrund eigentlich nicht. Einige sagen, sie war Abrahams Halbschwester, also dass sie denselben Vater hatten und lediglich verschiedene Mütter. Doch abgesehen davon wissen wir nur sicher, dass sie sehr schön war. Sie war ein Objekt der sexuellen Begierde und sollte Abraham retten, während sie auf der Reise waren. Er hatte Angst vor ihrer Schönheit und wusste, dass andere Männer sie begehrten. Es ist wichtig zu wissen, dass sie als Frau, als eigenständige Person nicht anerkannt wurde. Sie hatte aber Macht über ihre Sklaven. Hagar ist eine ägyptische Sklavin. Im Midrasch des rabbinischen Judentums wird sie als Tochter einer ägyptischen Prinzessin dargestellt. Doch in Sarahs Haushalt ist Hagar nur eine Sklavin, eine Dienerin. Das Leben eines Sklaven ist nicht gut. Es ist auch nichts Romantisches daran. Das Wort Hagar könnte man von Gare ableiten, was Fremde bedeutet. Und für mich ist das eine Person, die sich nicht in ihrer Heimat befindet. Obwohl Gott Abraham und Sarah ein Kind und viele Nachkommen versprochen hatte, blieben die beiden auch nach Jahren kinderlos. Also entschied Sarah, etwas zu tun, was viele Frauen im Nahen Osten zu jener Zeit taten. Sie bot Abraham eine Dienerin an, die als Konkubine oder Leihmutter dienen und ihm ein Kind gebären sollte. Diese Art von Beziehung war zu biblischen Zeiten nichts Unbekanntes, und in der Antike wurden häufig Sklavinnen von ihren Herren schwanger. Die unfruchtbare Frau zog dann das Kind auf als ihr eigenes. Gott wollte ihren Glauben prüfen und hatte ihnen Nachfahren versprochen. Sie mussten geduldig sein, doch Sarah wollte nicht warten und suchte nach einer Lösung. Ein Fehler. Und hier beginnt das Leiden dieser Familie. Er war Sarah treu, doch er wollte Kinder haben. Also schlief Abraham mit Hagar und sie wurde schwanger.
Die Beziehung zwischen den beiden Frauen Sarah und Hagar ist in ihrer Art ähnlich den Beziehungen zwischen Frauen an anderen Stellen der Bibel. Die eine Frau ist unfruchtbar und wird für gewöhnlich mehr geliebt. Und die andere ist die fruchtbare Frau. Auf den ersten Blick scheint es, dass die Beziehungen zwischen den Frauen in der Bibel häufig eine Art Nullsummenspiele sind. Immer hat die eine etwas, das die andere nicht haben kann. Sarahs Eifersucht auf Hagar erreicht ihren Höhepunkt. Am Anfang scheint es eher eine belanglose Geschichte von einer Dienerin zu sein, die ein Kind für ihre Herrin austrägt. Man denkt zunächst, dass nichts Besonderes passiert, doch ab dem Moment, in dem Hagar schwanger wird, wird sie sich ihrer Macht bewusst. Ab dem Moment, in dem die eine schwanger wird und den Embryo in sich spüren kann, fängt sie an, mütterliche Gefühle zu entwickeln. Sie ist so glücklich und stolz und sie trägt den Samen dieses großen und reichen Mannes Abraham in sich. Sie wird zu seiner ersten Frau werden und schaut hinab auf ihre Herrin. Jetzt ist sie die Gewinnerin. Sie ist die Schwangere und Sarah fühlt sich gedemütigt. Sarah ist nicht so sehr wegen des Kindes verärgert, denn es war ja ihre Idee. Sie ärgert sich über den Verlust ihrer Stellung als erste Frau. Sie verliert ihre Position als Führerin des Haushalts. Die eigentliche Idee war, dass Sarah durch das Kind von Hagar und Abraham weiter aufsteigen würde. Doch es scheint, als ob sich Hagar nun selbst als die Hauptfrau Abrahams sieht. Das stört Sarah natürlich. Sarah schikaniert Hagar und schlägt sie womöglich auch, bis sie sich entschließt, zu fliehen. Hagar geht hinaus in die Wüste, wo ihr Gott begegnet. Er schickt einen Engel. Das ist sehr interessant, denn der Engel ruft Hagar beim Namen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass Hagar als Person wahrgenommen wird. Ein Sklave ist keine Person. Gott verspricht Hagar nun, dass aus ihrem Sohn ein Volk hervorgehen wird, so wie er es Abraham versprochen hatte. Nun macht er dieses Versprechen einer Frau. Das ist unglaublich. Der Engel sagte, das Kind soll Ismael heißen, denn Gott hat gehört, wie sie geweint hat. Sie kehrt also zurück und bekommt das Kind Ismael. Und Abraham sieht Ismael nun als seinen legitimen Erben. Er denkt, dass seine Linie durch Ismael weitergetragen wird. Doch dies ist gegen das Versprechen Gottes. Dann erinnert Gott Abraham an das Versprechen, das er ihm gegeben hatte. Wir treffen auf drei Engel, die gekommen sind, um ihm mitzuteilen, dass seine Frau Sarah tatsächlich ein Kind gebären wird. Die beiden glaubten selbst nicht mehr daran. Ich glaube, sie sind ein Paar, das schon seit so langer Zeit versucht hat, Kinder zu bekommen, und dann kommt jemand und sagt, ihr bekommt Kinder. Beide sehen sich ungläubig an und die Bibel erzählt uns, dass sie lachte. Doch kurze Zeit später war Sarah schwanger. Wie wir aus zahlreichen Geschichten wissen, war es für die Frauen im Nahen Osten der Antike sehr wichtig, ein eigenes Kind zu haben. Besonders wichtig war ein Sohn, der Erbe des Ehemanns werden sollte.
Wir begegnen vielen Frauen, die so lange keine Erfüllung im Leben finden, bis sie in der Lage sind, ein Kind zu bekommen. Und Sarah scheint eine solche Frau zu sein. Nichtsdestotrotz wird sie später in der Geschichte Isaak zur Welt bringen. Zehn Jahre später, als Isaak ein Heranwachsender ist, beginnen die Schwierigkeiten mit Ismael. Sarah sieht den jugendlichen Ismael in hebräischen Worten als Mitzachek. Dieses Wort klingt wie der Name Isaak. Yitzhak, Mitzachek, Yitzhak. So scheint es für Sarah, dass er den Platz von Isaak einnehmen soll. In anderen Worten, er soll der Erbe Abrahams sein und nicht Isaak. Ich glaube, dass sie noch vor der Geburt Isaaks Ismael als ihren eigenen Sohn angesehen hatte. Und wahrscheinlich hatte sie ihn gut behandelt, da es ja ihr Sohn war. Doch ab dem Moment, an dem sie ihren eigenen Sohn aus Fleisch und Blut in den Händen hielt, verändert sich ihr Verhältnis zu Ismael schlagartig. Und als sie die beiden Kinder miteinander spielen sieht, kann sie nicht mehr. Ismael ist älter als Isaak und sie hat Angst, dass er der Erbe Abrahams wird. Deshalb will sie ihn nicht mehr in der Nähe haben. Die Spannungen zwischen Sarah und Hagar erreichen einen Höhepunkt und Sarah wird derart wütend über die Situation, dass sie Abraham damit konfrontiert. Also sagt Sarah zu Abraham, ich will, dass du die beiden von hier wegschickst, Ismael und seine Mutter Hagar, die Ägypterin. Wenn eine Frau im antiken Nahen Osten einer Dienerin anbietet, damit sie ihm ein Kind anstelle der unfruchtbaren Frau austrägt, soll dieses Kind nicht verstoßen und auch nicht enterbt werden. Sarah's fear of Ishmael is Man kann Sarahs Angst vor Ismael verstehen, wenn man bedenkt, dass sie daran glaubt, dass die Erstgeborenen das Erbe des Vaters antreten sollen. Und wenn man es erneut als ein Nullsummenspiel ansieht, heißt es entweder ich oder du, nicht ich und du. Ich glaube, das ist die größte Tragödie in dieser Geschichte und vieler Mütter und Frauen in der Bibel. Die Frage ist, welcher Sohn wird das von Gott versprochene Erbe Abrahams antreten? Abraham steckt in einem Dilemma. Soll er auf Sarah hören und Hagar und Ismael verstoßen? Oder soll er die Rivalität zwischen Isaak und Ismael weiter hinnehmen? Abraham ist besorgt und er wendet sich an die höhere Macht. Also fragt er Gott und Gott sagt, höre auf Sarahs Stimme. So heißt es in der Geschichte, deine Nachkommen werden durch Isaak kommen und nicht durch Ismael. Also versorgt Abraham Hagar und Ismael mit Nahrung und Wasser und schickt die beiden in die Wüste. Abraham schickt Ismael und Hagar fort. Dies ist ein wichtiger Moment in der Geschichte, denn als er sie fortschickt, sind die beiden emanzipiert und keine Sklaven mehr. Denn nicht Sarah schickt sie fort, sondern Abraham. Sie gehen also als freie Menschen. Als das Wasser ausgeht, lässt die niedergeschlagene Hagar ihren Sohn unter einem Busch zurück. Sie geht alleine weiter und will ihn nicht sterben sehen. Dann
erscheint ihr erneut ein Engel und versichert ihr, dass ihr Sohn überleben und Vater eines großen Volkes werden wird. Der Engel zeigt ihr einen Brunnen voller Wasser, welches sie dann zu Ismael bringt. Ich meine, es ist sehr wichtig festzuhalten, dass obwohl Hagar die Sklavin Saras ist und obwohl sie fortgeschickt wird, spricht Gott zu ihr. Sie hat eine Verbindung zu Gott. Sie glaubt nicht nur an Gott, er spricht auch noch zu ihr und antwortet auf ihre Gebete. Er verspricht ihr, dass sie die Mutter dieses anderen Volkes sein werde. Dann verlangt Gott von Abraham das Unvorstellbare. Er soll seinen geliebten Sohn als Opfer darbringen. Sarah weiß nicht, was Abraham mit Isaak im Sinn hat. Es gibt eine sehr private Kommunikation zwischen Gott und Abraham, bei der Sarah außen vor ist. Und Abraham wird dabei geprüft. Gott will, dass er seinen Sohn als Opfer bringt. Und als es zum tatsächlichen Opfer kommt, fesselt Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Altar. Und als er ihn umbringen will und das Messer an seine Kehle setzt, erscheint ein Engel, hält ihn auf und gibt ihm stattdessen einen Widder, den er opfern sollte. Der Kern der Geschichte ist die Zerrissenheit eines Mannes zwischen der Liebe zu seinem Sohn und der Hingabe zu Gott. Doch er versteht, dass er sich, wenn er zwischen zwei Dingen hin und her gerissen ist, aus biblischer Sicht zuerst für Gott entscheiden muss. So denken viele Leser wahrscheinlich, dass Abraham wohl besser Nein gesagt hätte. Als Sarah Abraham und ihren Sohn zurückkehren sah, war sie voller Freude. Gott hatte diese Geschichte gelenkt. Die Menschen machen ihre eigenen Pläne. Sarah hatte ihren und Ismael wurde geboren. Doch Gott hält sich noch immer an sein Versprechen gegenüber Abraham und es wird ein Volk geboren. Der Fall von Sarah und Hagar ist ein extremer Fall von zwei Frauen, die gegeneinander agieren. Es ist das Gegenteil einer perfekten Beziehung. Sarah verhält sich schlecht, das ist klar. Doch auch Hagar legt kein gutes Verhalten an den Tag. Als sie schwanger wird, fühlt sie sich Sarah überlegen. Sarah hatte Probleme mit Hagar. Sie hätte mit ihr darüber reden können. Wir wissen aber nicht, ob sie das jemals getan hat. Wenn Hagar Probleme mit Sarah gehabt hätte, dann hätte sie die Möglichkeit gehabt, diese an Abraham heranzutragen, anstatt in die Wüste zu fliehen. Doch die beiden entscheiden sich, auf ihre Weise zu reagieren, anstatt zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, wie es andere Frauen tun würden. Ich würde diese Geschichte gerne als Beispiel dafür sehen, wie man sich nicht verhalten soll. Es gibt auch so viele Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Die Geschichte von Frauen in der Bibel erzählt die Geschichte der Frauen an sich. Zu jener Zeit wurden Frauen eher als Objekte angesehen. Sie konnten gekauft und verkauft werden und hatten nur wenig Macht. Sie hatten ihr Schicksal nicht in der eigenen Hand. Ich denke, Beziehungen sind echte Herausforderungen. Ich finde, wir sind sehr gefährdet. Wir Frauen und Männer. Und es verlangt uns einiges ab, zu erkennen, dass wir unsere Erfolge nicht auf Kosten anderer erlangen müssen.
Das Verhalten jeder der beiden Frauen zeigt ihre gegenseitige Missachtung. Doch auf der anderen Seite zeigt es auch, dass jede von ihnen eine sehr klare Vorstellung davon hat, was sie will und wie sie es erreichen kann. Was wir also davon lernen können, ist, dass wir uns nicht so verhalten sollten. Es zeigt ein Negativbeispiel und wir sollten es uns sehr gut ansehen, damit wir dieses Verhalten nicht nachahmen. Ich denke, dass man aus dieser Geschichte auch eine wichtige religiöse Frage ableiten kann. Hat Gott nur einen Segen? Und es scheint, dass viele von uns denken, dass dem tatsächlich so ist und er nur einen Segen hat. Doch ich glaube auch, dass wir sie nochmals und nochmals lesen müssen und auf diese leise Stimme hören, die uns zeigt, dass Gott mehr als nur einen Segen für uns hat.